Herzlich willkommen auf German Coaster Fan und meinem Review zu Feuer und Eis von der Kirmes. Ja, und bei Feuer und Eis handelt es sich, wie gesagt, um eine Achterbahn, die auf der Kirmes steht. Genau gesagt, heute gehört die den beiden Schaustellern Bart und Kip. Bart könnte man zum Beispiel vom Olympia Looping kennen und Kip von diesem Riesenrad, was jetzt letztens auf Pützchensmarkt steht. Letztens, ist auch schon monatelang her. Und genau da bin ich auch Feuer und Eis gefahren, nämlich auf Pützchensmarkt. Und das Ganze war da mein 50. Account. Ja. Ja, und von außen sieht die Bahn schon ganz schön aus, hat ein schönes Logo oben, der Eingangsbereich ist schön gestaltet und man fährt auch irgendwann durch so einen Berg durch, der sieht von außen ganz geil aus, von innen dann eher weniger, der ist ja so fast gar nicht thematisiert, da steht so ein bisschen Stahlgerüst wieder rum, ist halt Kim, ist alles Style, aber ist okay. Immerhin sieht es von außen ganz cool aus, mit diesen Eisfelsen in dem normalen Berg drin und so einem Wasserbecken da, wo man lang fährt. Und von außen sieht das schon ganz schön aus. Und da fällt auch direkt auf, dass es ein Powered Coaster ist. Genauer gesagt, ein Powered Coaster von Mack Rides. Und der existiert so seit 1994, aber eigentlich schon seit 1976. Und zwar wurde die Bahn da an den Schausteller Dom aus München gebaut. War dann halt, hieß dann Blauer Enzian. Und dann ging das alles an den Schausteller Courtney und hieß dann immer noch Blau Enzian, ja. Und bis 2015 dann, bis 1994, was laber ich. Bis 1994 hieß das Ganze dann Blau Enzian und ab dann existiert das als Feuer und Eis. Und nach 1994 gab es dann halt diese Feuer und Eis Thematisierung, da war dieser ganze Berg aber noch komplett weiß. Und 2017 hat die Bahn dann neue Züge bekommen, die Schienen wurden gestrichen und der Berg mehr gestaltet. Und das sieht jetzt auf jeden Fall um einiges besser aus. Ja. Die Bahn ist auf jeden Fall echt eine gute Familienbahn. Für erstmal. Ich sag dazu gleich mehr. Aber die Bahn ist irgendwie 45 Meter hoch. 45 Meter hoch, na klar, Familienbahn, natürlich. 45 km/h schnell. So. Und vielleicht, ich schätze mal 5 Meter. Ich habe jetzt auch keine wirkliche Angabe gefunden davon. Was soll ich da machen? Aber es gibt jetzt nichts mehr Positives zu der Bahn zu sagen. Ja, ich hatte schon einiges Schlechtes über die Bahn gehört, was den Fahrkomfort angeht. Und ich saß in der ersten Reihe und ich glaube, das macht aber bei den Powercoaster auch keinen großen Unterschied, wo du sitzt, was das Fahrgefühl angeht. Und die Bahn schlägt wie Hölle. Und deswegen wird die Bahn auch oft von vielen Leuten Feuer und Scheiß genannt. Ja. Besonders in der letzten Helix, wenn es dann von der Linkskurve in die Rechtskurve geht, dann ballern deine Beine immer schön gegen diese Kackbügel. Die sind echt beschissen, weil es einfach so zwei Stangen sind, die, wo deine Beine genau zwischen sind. Und die ballern die ganze Zeit dagegen. Das ist nicht gut. Nein. Vor allem ist das dann auch noch blöd, wenn du alleine sitzt, weil du dann noch mehr Freiheit hast, wie du dann rum durch den ganzen Wagen ballern kannst. Obwohl die Bahn eigentlich geil sein könnte. Das ist echt eine gute Familienbahn. Die sieht auch noch schön aus und für die Kirmes ist es echt geil. Aber die schlägt halt einfach wie Sau und das macht es halt echt nicht besser. Und das kommt auch noch dazu. Ich habe schon zu dem Typen gesagt, yo, ich will nur den Count haben. Kannst du vielleicht irgendwie nur ein oder zwei Runden fahren? Meint er, ja, mach ich. Hat er gesagt. Was war? Er ist ganze 5 Runden gefahren. Gut, es war nicht viel los, aber nicht gut. Nein. Also ich glaube echt, das ist von meinen Hass-Achterbahn vielleicht so auf Platz 5 oder so. Die ganzen SLCs sind natürlich noch viel beschissen, aber Feuer und Eis ist nicht gut. So, jetzt hätte ich aber gerne mal eure Meinung zu Feuer und Eis, wie ihr die Bahn findet, vielleicht auch ohne sie gefahren zu sein, was rede ich. Schreibt auf jeden Fall, wie ihr die Bahn findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, like dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut, was ihr sonst noch findet, guckt gerne den Vlog zu Pützchensmarkt, der ist sehr amüsant, mehr sage ich dazu nicht. Ich bedanke mich, bis dann, ciao.